Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Orakel auf meinem Kanal. Hier ist wieder euer Stürmi und heute kommt hier Dänemark gegen Finnland. Ja, wie gewohnt mit vier Boostern der Euro 2020 Adrenalin Kickoff Serie. Und da würde ich sagen, wir starten gleich in die erste Halbzeit und los geht's. So, die anderen Booster jetzt zur Seite und wir starten mit dem ersten. Dänemark gegen Finnland. Oh je. Mein Tipp wäre ein. Was soll ich sagen? Ein 2:0 für Dänemark. Sage ich mal. Was ihr tippt, könnt ihr wieder in die Kommentare schreiben. Wir haben hier für die Schweiz Severovic. So. Jetzt habe ich es. Hier Nordmazedonien. Dimitrivski. Dann haben wir für Russland Semenov. Wir haben hier für Österreich Baumgartner. Slowenien Valjent. Für Spanien haben wir Thiago. Dann haben wir hier Schottland Robertson als Fans Favorite. Und die letzte Karte ist hier für die Schweiz Granit Xhaka für als Keyplayer. So, Keyplayer, jawohl, Schlüsselspieler. 0:0 hier noch in der ersten Halbzeit. So, weiter geht's. Wir schnacken hier nicht lange rum. So. Erstmal hier wieder zack. Zack. Wir haben hier von Wales Rodon. Dann haben wir hier Frankreich Upamecano. Oder Upamecano. So, hier Dries Mertens für Belgien. Nochmal Belgien Meunier. Und hier haben wir für die Schweiz Jan Sommer. Und da haben wir das 1:0 für Finnland durch Poyanpalo. Poyanpalo. Jawohl. Ich hoffe, ihr habt mich noch verstanden hier. So. Weiter geht's hier mit Spanien-Trikot. Oh. Hier haben wir ein Secret Hero. Für Polen. Zielinski. Also den sieht man nur, wenn es dunkel ist. Da ist so eine, wo sich auflädt und dann. Ja, das war's mit der ersten Halbzeit. Ja. 1:0 hier für Finnland. Ja, moin. Dänemark muss ich noch ein bisschen anstrengen. Da würde ich sagen. Wir schnacken nicht lange und weiter geht's. So. Zweite Halbzeit startet jetzt. Mal schauen, ob Dänemark hier noch was erreichen will oder nicht. Das sehen wir gleich. Wir haben hier für Ungarn Holländer. Oder Holländer. Hier für Dänemark haben wir hier Kaspar Schmeichel. Und das ist das 1:1 hier. Jawohl! So, und weiter geht's hier mit einem Schweden-Spieler Nilsson Lindelöf. Ups. Da. Als nächstes haben wir dann wieder Schweden. Klaesson. Dann haben wir die Niederlande De Jong. Haben wir hier England, Harry Maguire. Dann haben wir hier Nordmazedonien, Drajkovski als Fans Favorite. Und dann haben wir hier noch für Österreich, Australien, Defensive Rock Hinteregger. Australien, ja moin. So, und wir kommen jetzt zum Schluss dieses Orakels
zum zweiten Spiel hier am Samstag. So, mal schauen, wer jetzt hier gewinnt. Es ist ja noch spannend hier. 1:1. So, wir starten hier mit England, Harry Kane. Dann haben wir hier Polen, Zielinski. Die Ukraine, Zinchenko. Schottland, Armstrong. Dann haben wir die Niederlande, Zillesen. Und hier haben wir Dänemark zum 2:1. Durch Stolberg. Hier haben wir nochmal Ungarn als Fans Favorite, Nagy oder Nagy. Und dann haben wir noch Spanien, Power Trio, Torres, De Gea und Sergio Ramos. Jawohl, sieht ja mal richtig nice aus. Ja, damit war es das mit diesem Orakel. Das Orakel besagt, Dänemark gewinnt gegen Finnland 2:1. Ja, denkt dran, eure Tipps in die Kommentare zu schreiben. Haut da rein, bis heute Abend oder heute Nachmittag 16 Uhr. Kommt das dritte Orakel und dann würde ich sagen, haut rein. Ciao.